Leute, was geht's? Apps am Start heute wieder mit FIFA Mobile, Leute. Auf jeden Fall heute wird sich das Video wahrscheinlich um Ramos handeln, Leute. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit Ramos machen soll. Ihr wisst, ich habe ja gestern Ramos 101 gezogen. Es steht hier jetzt gerade. Aber Leute, das war einfach nur heftig gestern. Dieser Packlack, das ist. Guckt euch das an. Ramos, Rambo Ramos. 101. Ich frage euch auf jeden Fall, was ich mit ihm machen soll. Soll ich ihn spielen? Soll ich ihn verkaufen? Ich habe keinen Plan. Ich habe gestern mal auf den Markt geguckt, wie viel der wert ist. Der ist auf jeden Fall 30 Millionen Coins auf dem Markt wert. Oder 40 Millionen, irgendwie so. Gut, Leute, auf jeden Fall grüße ich den ersten oder tu die erste Frage beantworten dieses Videos. Nämlich von Clash Gamer. Wie stellst du dir dein Traumteam in FIFA Mobile vor am Ende der Saison? Also ich stelle mir auf jeden Fall ein Eigenteam vor mit allen 100, also alle Spieler müssen 100 plus haben. Eigenteam mit 100 plus, das wäre auf jeden Fall mein Traumteam, meine Traumaufstellung, das wäre absolut heftig, Leute. So, ich gehe zu dem Video von Ramos gezogen. Ich habe jetzt soweit alles abgearbeitet, also fast, ich habe natürlich auch welche vergessen, aber ich will auf jeden Fall jetzt hier in Ramos Video gehen. So, der erste ist hier im Ramos Pack. Video, wer ist dein Lieblingsspieler? Also von Hue Passi. Wer ist dein Lieblingsspieler? Kannst du mich grüßen? Mein Lieblingsspieler ist Timo Werner. Ich habe auch ein Timo Werner Autogramm hier neben meinem Fernseher stehen. Deswegen vor allem auch Timo Werner. Absolut heftig geiler Spieler. Ich habe ihn ja auch in meinem Team, Leute, als Stürmer. Ich bin wirklich gespannt, ob er. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Tots-Karte bekommt. Den werde ich auf jeden Fall sicherlich haben. Tots-Karte. Gut, Leute, so, der nächste ist hier Adam Mohasin. Einfach wieder geil. Bester YouTuber PS, kannst du mich grüßen? Ich grüße dich, Adam Mohasin. Und dann noch hier der letzte. Ich suche. Ah ja, genau. Der VfB Cats, Leute. Sei es dir gegönnt. Endlich wirst du belohnt für deine übel coolen Videos. Und kannst du mich mit dem nächsten Video grüßen? Ja, dann grüßt VfB Cats und danke für deinen coolen Kommentar, meine lieben Freunde. So, Leute. Ich werde morgen wahrscheinlich das Tots SPC machen, also von dem La Liga. Werde ich morgen auf jeden Fall das SPC dazu machen. Ich wollte euch in diesem Video eigentlich nur fragen, was ich mit Rambo Ramos machen soll. Ob ich ihn verkaufen soll. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Ränge transferiert von Cannavaro. Mit Cannavaro wird es natürlich 124 wieder sein. Ich mache auf jeden Fall noch Versus Angriffsspiele in diesem Video, Leute. Also so ist es nicht, ne? Ich mache noch Versus Angriffsspiele 124, genau. Meine Facecam im Weg. Genau, Ramos. Auf jeden Fall habe ich mit Nacho Fernandes, wollte ich auch noch sagen, ich habe mit Nacho Fernandes einfach 4 Millionen Erfahrungspunkte. Deswegen, ich frage euch, wie gesagt, ihr seid bestimmt bessere oder ja, FIFA Mobile Pros seid ihr bestimmt. Ich kenne mich mit FIFA Mobile auch aus, aber ihr bestimmt besser. Deswegen frage ich euch da draußen, was soll ich mit Sergio Ramos machen? Ja, 30 oder 40 Millionen kostet er auf dem Markt, also einfach nur heftig, Leute. Es ist wirklich das heftigste Pack, was ich je gezogen habe, meine lieben Freunde. Es gibt auf jeden Fall noch in den nächsten 1 bis 2 Tagen noch ein La Liga Pack oder 2 La Liga Packs. Ich muss auf jeden Fall noch La Liga Special spielen, Leute. Genau. Also die Packs wird es auf jeden Fall noch geben hier bei Reservespieler. Gibt es 2 Packs. Wahrscheinlich am Dienstag. Bam. Und da, ich hoffe, ich ziehe da Toni Kroos. Ich habe auf jeden Fall auch gelesen in den Kommentaren letztens, warum Toni Kroos, er ist zu langsam. Ich weiß, er ist langsam. Aber Leute, Toni Kroos ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Er ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und er muss auf jeden Fall in meinem Team sein. Ich werde ihn haben, das steht fest, aber halt wann? Genau. Er kostet auf dem Markt, ich glaube, noch 7 oder 8 Millionen. Der wird auf jeden Fall auch noch sinken. Ich werde ihn dann wahrscheinlich für Demi Bay ersetzen. Demi Bay hat 2 Millionen Erfahrungspunkte. Genau. Casillas hat 100, Leute. Und hier mein geiler Rambo Ramos, Leute. 101. Das ist einfach nur heftig, dass er in meinem Team ist, Leute. Boom. Auf jeden Fall 125er Team mit 240 Chemie. Die 240 Chemie werde ich auf jeden Fall auch bald haben, meine lieben Freunde. Da ist es auf jeden Fall auch bald soweit. Stimmt, Liga-Turnier können wir ja auch gleich nochmal zocken. Nach dem Angriffsspiel nochmal Liga-Turnier. Bei dem Liga-Turnier, Leute, ist es einfach komisch. Wir spielen, glaube ich, gegen eine polnische Truppe. Und die sind irgendwas mit Liga-Rang 1400. Und ich glaube, die meisten von den Spielern haben so 100 oder 105er Guess. Manche sogar 95. Also, es kann sogar sein, dass das Hacker sind. Absolut komisch. Genau, Leute. So. Wir drei.
Bestinelli. Nein, 5-3, nein. Auf jeden Fall, Casillas ist ja auch klein, Leute. Deswegen macht man einfach Tore, jetzt habe ich gesagt. Aber man macht einfach Tore gegen Casillas. So, Zidane. Leute, Zidane ist auch einfach heftig. Ich will ihn auf jeden Fall bis zum Ende der Saison, will ich ihn auf jeden Fall, will ich ihn auf jeden Fall behalten. Ich will ihn auf die 100 hoch trainieren. Zidane. Ich habe auch schon gehört oder gelesen, dass Zidane auf der 100 einfach unschlagbar ist. Weil sein Schuss ist verbesserungswürdig. Also ich würde mal sagen, Bestinelli hat einen besseren Schuss als Zidane. Deswegen, das werden wir wahrscheinlich verlieren. Oder wir haben eine Chance. 7-8. Tolle Chance. Bestinelli, guckt euch deinen Schuss an, Leute. Von Best. Einfach boom. So. Und? Nein. Unentschieden können wir rausholen, Leute. Unentschieden können wir rausholen. Jawohl, 9-9 ist noch eine kurze Chance. Nein, ist frei. Nein. 10-9. Nein, ganz knapp, Leute. Schade, schade, Schokolade. So, Leute, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal im Liga-Turnier. Ich werde mich auch auf jeden Fall auch melden, wenn ein Platz im Liga-Turnier frei ist. Guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch das an. Eine polnische Truppe. Rang 1400. Guckt euch mal die Stats an. Also hier die Ränge von den Leuten. 106, 111, 109. Das ist einfach komisch. Ich bin auf jeden Fall jetzt mal gegen ein. Oder würde ich sagen, war es für dieses Video heute. Ich wollte euch wie gesagt bloß mal fragen, was ich mit Rambo Ramos machen soll. Und morgen ist auf jeden Fall Tots SBC von der La Liga. Genau. So. Ich habe auf jeden Fall, glaube 60 häufige Splitter. Und vor allem, ich habe auch richtig viele von den seltenen Splittern, also von den grünen. Ich habe jetzt vergessen, wie die hießen. Aber na gut. So, auf jeden Fall habe ich auch bei den Punkten, ich glaube, 3400 Punkte. Leute, wir werden bei der Bundesliga einfach ausrasten, Leute. Wir werden ausrasten. Ich werde da alles reinsetzen, Leute, für die Bundesliga. Ich werde da alles investieren. Genau. Also, sobald die Bundesliga raus ist, werden wir auf jeden Fall den Part folgen und alles dabei abholen. Bis zum 101er. Ich bin gespannt, wer 101 wird. Vielleicht Haaland, vielleicht Werner, vielleicht Lewandowski. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich folge ja auch EA nicht auf Twitter, also FIFA Mobile auf Twitter. Deswegen keine Ahnung. Ja. So. Wer mir auf jeden Fall noch auf Instagram nicht folgt, ich werde jetzt noch mal kurz einfügen, mein Bild, wie ich auf Instagram heiße. Auf jeden Fall heiße ich da der Skywalker Max Fiedler auf Instagram. Ich mache da, wie gesagt, auch manchmal Stories. Zeig meine Vorschaubilder und so weiter und so fort. Genau. Ich werde auf jeden Fall mit die Tage mit Packstrader aufnehmen. Und da werde ich auf jeden Fall euch auch informieren dazu. Und deswegen ist eine gute Sache, finde ich. Genau, so 6 Tore. So, Bestinelli mit dem Schuss. Er hat einfach einen Bombenschuss, Leute. Das ist einfach genial. Ich werde wahrscheinlich bis zum Ende von FIFA Mobile 20 ihn behalten. Es gibt keinen besseren als Best. Muss ich einfach jetzt mal hier feststellen. Es gibt keinen besseren als Best. Best ist einfach heftig. So, Nacho Fernandes. Also wie gesagt, Nacho Fernandes hat auf jeden Fall die 4 Millionen Erfahrungspunkte. Ich hatte ja vorher den Kölner reintrainiert und dann noch sämtliche andere Abwehrspieler, gute Meisterabwehrspieler. Deswegen, ja, wie gesagt, er hat 4 Millionen Erfahrungspunkte, einfach heftig. Genau, so, tolle Chance. Von Best jetzt zu Demirbay. Demirbay hat auch 2 Millionen Erfahrungspunkte. Genau, ich hatte ja schon mal groß gehabt, Leute. Letztes Jahr, FIFA Mobile 19, hatte ich groß gehabt und ich weiß, er ist ziemlich langsam. Deswegen aber egal, Leute. Er ist einfach einer meiner Lieblingsspieler und er muss in meinem Team sein. Toni Kroos, Zauberfuß. Toni Kroos, Zauberfuß. So, Timo Werner und Best mit dem 16-0. Also wie gesagt, Leute, es ist komisch. Die Ränge von den Typen hier aus der polnischen Liga, das ist 105, 195... Hä? Komisch. Einfach cringe. Cringe ist das richtige Wort dazu. So, was sagt die Zeit? 9 Minuten. Genau, Leute. Das sollte meine Videos entsprechen. Die sollten immer so circa 10 Minuten gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim Tots La Liga SBC, wo wir die Ränge transferieren in den nächsten Spielen. Und hoffentlich habe ich da auf jeden Fall mehr Infos oder was ihr geschrieben habt zu Rambo Ramos. Ich bin raus, sage bis morgen. Kling.